Willkommen zum Frequent Traveler TV. Heute Meilenmittwoch. Auch dieser ist wie immer natürlich frisch gepresst für euch. Heute Themen, die wir haben, sind doppelte Punkteaktionen in der Business Class bei Air India, etwas Exotisches. Dann haben wir noch die Themen Turkish Airlines, Miles & Smiles, fünffache Meilen. Ich erzähle euch, wie ihr das bekommt. Accor All, vierfache Punkte bei ausgewählten Hotels. Ist auch ein Hotel aus Deutschland dabei, ist auch ein Hotel aus Österreich, glaube ich, dabei. Schweiz muss ich gucken, aber schaue ich nochmal mit euch. Dann Qatar Airways hat eine Karte in den USA. Es gibt eine Qatar Airways Kreditkarte, die vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Im Rahmen der Avios gibt es auch eine interessante Geschichte. Und zwar British Airways lässt jetzt zu, dass man alle Kosten, die man hat, über Avios bezahlen kann. Also das heißt, das gesamte Ticket mit Avios. Dann aufpassen in den USA, da gibt es im Moment ein Problem für viele, die Karten werden geschlossen. Müssen wir mal gucken, was da die Gründe sind. Haben wir in den Beratungen im Moment so als Thema, habe ich heute auch wieder gehabt, gestern gehabt, ich habe es letzte Woche gehabt und das ist so ein bisschen, wo es sich läppert. Deshalb nehme ich das als Thema auf. Dann haben wir das Thema Lufthansa, Miles and More, Meilen Sale mit 50%. Das gibt eine interessante Geschichte. Dann habe ich mir gerade festgestellt, ich habe bei den Deals vergessen, für euch die Karte zu machen. Mache ich einfach schnell, beziehungsweise ich mache sie einfach so aus dem Lameng heraus. Dann sollte das kein Problem sein. Und wir haben die Deals einmal von Helsinki in den Nahen Osten ab 1089 Euro, um genau zu sein, Saudi-Arabien und Kuwait. Und wir haben Turkish Airlines Business Class von Amsterdam nach Bangkok ab 1700 paar kaputten. 1769 Euro. Ich habe alles, glaube ich, gemacht. Ne? Accor, ja, Air India, Doppelpunkte. Mehr gibt es nicht. Ah doch, wenn alle einen Status haben, hat keiner einen. Da habe ich noch mal ein lustiges Bild für euch. Das könnt ihr euch gleich angucken. So, dann schauen wir doch die Themen erst an. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und wenn ihr Kanalmitglied seid. Ich gebe euch heute zur Ausnahme mal die Sendung schon vorab, damit ihr nicht bis morgen warten solltet, die ihr die Kanalmitgliedschaft nicht habt. Aber normalerweise ist es für die Kanalmitglieder erst ab morgen. Also, jetzt liken und so weiter. Erstes Thema ist Air India. Air India habe ich ja sonst nie so als Thema, aber jetzt ist es so, man offeriert doppelte Punkte in der Business Class. Und zwar für Flüge bis Ende Mai. Die Flüge müssen zwischen dem 15. April und dem 31. Mai 2021 sein. Und es gibt halt Double Flying Return Points. So ist das. Die Promotion, muss man jetzt sagen, ist in meinen Augen schon relativ cool für Air India, wenn man ehrlich ist. Heißt also, dass man da wirklich ja, einige Schnapper haben kann. Wenn man sich das jetzt anguckt von den Flügen, dann ist das zum Beispiel innerindisch, sind da natürlich geile Dinger bei, wo man halt Punkte sparen kann, wenn der eine das will. Aber ansonsten ist es natürlich auch interessant, wenn man zum Beispiel den Goldstatus haben möchte oder so weiter. Dann hat man den natürlich auch bei der Starlines, denn ja, die Inder sind ja in der Starlines. Wer bei dem Thema Turkish Airlines sich gekitzelt fühlt, kann da nämlich auch, wenn er High Five Club Mitglied ist, fünffache Punkte bekommen. Und zwar ist es so, dass es eine Kampagne ist, High Five, das ist für Kinder eine Kampagne. Ich kann euch das Bild mal geben. Warte, da haben wir es, da haben wir es. Da seht ihr, das ist der High Five Club und darüber kann man dann auch natürlich mehr Punkte bekommen. Und wenn man den Flug, muss man gebucht haben, bis zum 23. April. Und das ist für Kinder, die nach dem April 2011 geboren sind. Also da kann man auch nochmal sparen. Aber ich denke mal, wenn man dann halt wirklich guckt, für den einen oder anderen ist das eventuell interessant, wenn er Kinder hat, da ja einige von euch Kinder haben und dafür jeden Punkt dankbar sind. Warum nicht auch High Five? Ne? So, jetzt gehen wir auf Accor. Hier kommen die Deals im Minutentakt 2:22, 3:22 und jetzt sind wir bei 04:22. Und da gibt es Accor, da gibt es vierfache Punkte bei ausgewählten Hotels bis zum 28. Juli. Gebucht werden muss bis zum 9. Juni. Wichtig ist halt, dass man dort auch registriert sein muss für das Offer. Hier ist es so, dass einige Hotels mitmachen. Ein österreichisches Hotel Mercure Wien City. Da war ich schon mal, da war ein Kollege von mir und ich habe ihn da abgeholt.
Dann das Hoxton Vienna, The Hoxton. Wer von euch da war, kann schon mal schreiben. Dann gibt es einige Hotels in Australien, Albanien, Brasilien, in China, in Ägypten, selbst in Estland, das L'Hermitage Hotel in Tallinn. Dann in Frankreich das Sofitel Golf d'Azio Thalassa, Sea and Spa, ich kann kein Französisch, wie man merkt. Deutschland ist das Novotel Hamburg Central Station, Ungarn das Budapester Pullman, Italien, Japan sind eine ganze Latte, dann auch in Latvia, das heißt also in Lettland. Und wir haben dann Philippinen, Oman, Ruanda, Saudi-Arabien, Südafrika, Thailand, das Bangkok Surawong Makmur, das Novotel Living in Sukhumvit und das Home Suites in Laguna. Dann in der Türkei einige im United Kingdom. Naja, auf jeden Fall sind das halt wirklich interessante Hotels, da auch so in Südafrika ja aus der Fairmont-Gruppe etwas. Also für den einen oder anderen, wenn man da zufällig ist, kann man dort natürlich vierfache Punkte bekommen. Also eine interessante Geschichte. Wir gehen weiter zu dem Thema Kreditkarten zumachen. Und da muss ich jetzt 6 Minuten und 6 gehen. Nein, lass uns lieber das Hilton-Thema anfangen. Ich fange mal an mit dem Hilton-Thema an dieser Stelle. Und zwar sind das die Hilton-Änderungen bis zum, wo haben wir es, die da gekommen sind. Und zwar ist es so, die Bedingungen für die Hilton-Kreditkarte haben sich jetzt zum 15. April geändert. Ist Gott sei Dank nicht so, dass es einmal schlimm ist und es auch vor allem nicht so ist, dass es wie bei der lustigen Kreditkarte, Entschuldigung, bei der lustigen Bonvoy-Geschichte ist, die ja gefühlt alle 2 Wochen die Bedingungen ändern. Hier ist es so, dass bei den Terms and Conditions sich folgende Änderungen ergeben haben. Die Meeting Planner bekommen jetzt anstatt einem Punkt pro Dollar 2 Punkte pro Dollar. Das heißt also, da ist eine Verbesserung eingetreten und 100.000 Dollar maximal. Also kann man jetzt anstatt 100.000 200.000 Punkte bekommen. Also das ist schon mal eine coole Geschichte. Wer dann Punkte kauft, wusste ja, dass die Kappung bei 80.000 ist. Die hat man jetzt geändert, hat man auf 160.000 hochgezogen, weil es wurde ja eh bei jeder Promotion im Prinzip 160.000 Punkte gemacht. Und das sind auch schon die Änderungen. Wenn man halt sieht, dass man jetzt da sieht, dass die Punkte bei den Meetingplänen von 1 auf 2 hochgepumpt werden, vielleicht gibt es da wesentlich mehr Promotionen für euch, wo ihr, wenn ihr Meetings plant, und ihr wisst ja, wenn man mehrere Zimmer hat, mehr als 10, dann ist das ein Meeting. Und wenn man jetzt also sieht, dass man zum Beispiel da den 100%-Bonus bei den Punkten hat und es gibt eine 240-Punkte, sind sogar 480.000 Punkte möglich. Also das heißt, dass man da halt mit den Punkten wieder mehr Punkte bei Hilton kaufen kann, was natürlich auch am Ende Pinke Pinke macht. Aber wir haben ja lang genug darüber geredet, ab wann es bei Hilton Sinn macht, da dann wirklich ja, Punkte zu kaufen, dass man das wirklich nur macht bei den Hotels, die dann höherwertig sind. Wir haben dann als nächstes Thema bei den Sachen jetzt die Qatar Airways Kreditkarte. Und zwar die Qatar Airways Kreditkarte. Da habe ich für euch ein Bild vorbereitet, damit ihr das seht. Das ist dieses hier. Da seht ihr die Karte, wie sie aussieht, von Cardless. Und zwar ist das ein amerikanischer Anbieter, der diese Karte macht. Er hat für Privileged Member mit US-Adresse, haben sie gesagt, das Produkt wird am 3. Mai starten. Und man kann jetzt die Waitlist bekommen oder auf sich eintragen, wenn man da 10.000 Bonus-Avios bekommen möchte, wenn das Ganze in 10 Wochen, in 10 Wochen sage ich schon, in 2 Wochen live geht. Man muss jetzt natürlich sagen, ich persönlich habe mit dem Kartenanbieter keine Erfahrung gemacht bis jetzt, weil nämlich mit dem Kartenanbieter das so ist, dass ich ja eigentlich kein Produkt von ihm gefunden habe, was ich haben wollte. Denn dieses Angebot, und dann gebe ich euch wieder mein Gesicht, warte, da bin ich, Quatsch, das war falsche Taste, habe ich bei dem Kartenanbieter keine Karte gefunden, die mir gefallen hat. Die einzige Karte, die er hatte, wäre eventuell, wenn man ehrlich ist, die TAP gewesen. Aber TAP ist jetzt nicht nur eine Fluggesellschaft, die ich unbedingt auf der Agenda habe. Also insofern hier nichts. Aber könnt euch anmelden und schauen. So, jetzt kommen wir aber auf das Thema, was ich euch auch bringen wollte. Und zwar ist das das Thema, US-Kreditkarten werden geschlossen. Da muss man halt aufpassen.
dass das nicht passiert. Und was dort Gründe sind, damit Kreditkarten geschlossen werden, sind natürlich Themen, wo die Banken feststellen, dass sie ein erhöhtes Risiko haben, wo auf einmal hohe Umsätze und man mit Karten spielt, kommt. Und da ist es so, dass es natürlich da einige gibt, die das Spiel übertreiben und dann Karten halt geschlossen werden. Wichtig ist, dass man da weiß, dass man, wenn man zu viele Sign-up-Boni mitnimmt, dass dort eine Schließung stattfinden kann. Wenn die Gelder zum Beispiel permanent aus dem Ausland auf das Konto kommen, Geldwäsche als Stichwort, das war etwas, was ich bei den Gesprächen so herauskristallisiert habe, dass das ein Grund ist, weil das Problem ist, dass die in den USA genau wie in Europa oder in Deutschland auch nie sagen müssen, warum so ein Bankkonto geschlossen wird oder eine Kreditkarte geschlossen wird. Also bei Chase zum Beispiel geht das einher mit einer Bankschließung, also mit einer Kontoschließung. Und da muss man dann ehrlich sein, da kannst du auch nicht viel kämpfen. Man kann halt versuchen, das Ganze dann nochmal zu retten, wenn man halt nachweisen kann, dass das nicht Geldwäsche ist und so weiter. Also das sind so Themen. Die Summe, ich kann es nicht kontrollieren, ich kann immer nur sagen, was ich halt von den Leuten gehört habe. Die haben gesagt, die haben so Summen gehabt von 10.000 bis 12.000 im Monat, die aus Europa gekommen sind. Das sind dann die Summen, die über die Karte gespielt sind. Und das ist dann einhergegangen mit einer Befragung zum Thema, wo kommt das Geld her? Und dabei hat man dann festgestellt, wenn man keinen Gehaltsnachweis bringen kann, der in den USA ist, hast ein Problem. Wir konnten bei zwei Leuten das retten, in Anführungsstrichen, so hoffe ich, weil die eine Firma hatten in den USA und über diese Firma konnte man natürlich dann sagen, dass man legit in den USA ist. Ich selber habe auch B1, B2-Visum extra mir dafür geholt, dass man da halt wirklich auf der sicheren Seite ist. Wichtig ist natürlich auch, was kostet einen der Shutdown? Der kostet einen nichts außer Stress und Ärger. Gerade wenn man halt in den USA war, um ein Konto zu öffnen, muss man dann halt zur nächsten Bank tickeln. Und man weiß dann halt auch, dass man bei der Bank, wo man rausgeflogen ist, halt nicht mehr, ja, kein Konto mehr kriegt. Auch wichtig ist, dass ihr dann direkt anfangt, die Punkte zu transferieren. Also bei manchen ist es so, also einer hat gesagt, sein Konto war komplett zu, er konnte nichts mehr machen, die Punkte waren auch weg. Ein anderer hat gesagt, das Konto wurde geschlossen und dann wurde dann gesagt, das Konto wird zu dem und dem Datum geschlossen. Was hoffentlich nicht passiert, weil er auch eine LSI hatte. Aber am Ende des Tages ist es so, dass man dann die Punkte sofort transferiert und dann guckt man, dass man die auch irgendwo hinkriegt, wo man auch einen Sinn mit hat. Ganz wichtig. Inwieweit das jetzt zum Beispiel Konten betrifft, dass die Punkte wieder zurückgeholt werden. Kann ich euch nicht sagen. Bei dem einen Kollegen waren das Chase Unlimited Rewards Punkte, natürlich sehr wertvolle Punkte. Das ist das Problem. Aber es ist halt wirklich so, dass man da halt mit halt wissen muss, dass man damit dealen kann. Und gerade wenn es halt mit Kreditkarten behaftet ist, dass man dann halt natürlich auch das Problem hat, dass der Status weg ist sofort. Ne? Also stelle ich mir zumindest vor. Ich weiß es nicht, ich muss mal nachfragen, ob es bei dem einen oder anderen, wie das da war, weil einer hatte zum Beispiel eine Kreditkarte, bei dem hat er eine SPG, schon Merit-Status, es gab SPG, sag ich schon, einen Merit-Bonvoy-Status gehabt und da ist es halt so, dass der Platin-Status, den man mit der Boldkarte kriegen konnte durch den Umsatz und so weiter, dass der dann ja auch gefährdet ist. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Man kann halt natürlich versuchen, da zu gucken, dass man das Ganze halt in irgendeiner Art und Weise guckt, dass man einmal da nicht in irgendein Raster fällt, sondern dass man halt guckt, dass man halt da das Konto ordentlich bespielt und dann auch die Gelder aus Quellen hat, die dann halt nicht in irgendeiner Art und Weise verdächtig sind. Wir gehen dann direkt weiter mit dem Thema British Airways. Das wollte ich eigentlich auch mit den Avios noch machen. Das hatte ich ganz verdrängt. Und da muss ich auch die Zeit direkt eintragen. Bei den Avios ist es so, British Airways hat jetzt das freigeschaltet, dass man den ganzen Flug mit Avios bezahlen kann und nicht nur teilweise. Heißt also zum Beispiel, dass man alles bezahlen kann bis auf einen britischen Pfund. Was das sein soll oder warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Heißt also, wenn man zum Beispiel in Los Angeles Heathrow First Class bucht, dann ist das so, dass man das Ganze mit No Avios zahlen kann. Dann kostet die ganze Bude 3.593. Wenn man jetzt hingeht und sagt, man bezahlt 4.000 Avios, dann sind das 44 sind Dollar in dem Fall schon, Dollar weniger. Und wenn man halt 608 Avios oder 608.420 Avios bezahlt, dann kann man 3.593 von denen bezahlen.
Das ist natürlich relativ doof, aber man bekommt trotzdem 99.000 Avios zurück. Das heißt also 99.858, weil man da halt das Offset. Aber ihr seht, dass das relativ teuer ist, das Ganze mit Avios zu bezahlen. Ich finde ehrlicherweise das jetzt nicht so als, als gutes Thema, aber es ist natürlich okay, dass man die Avios dann natürlich benutzen kann. Interessant wäre, dass man weiß, was mit den Avios passiert. Aber ich denke mal, wenn bei Avios irgendwann mal so die Meilenpunkte verfallen, wäre das vielleicht ein Ausweg. Ist jetzt nicht so der Press-the-Burner-Value, aber es ist halt wirklich ein Scheiß-Value. Also deshalb nicht machen. Teufel. Nur so als Hinweis. Aber ich wollte es melden, damit ihr da jetzt nicht sagt, Lars, du erzählst uns nicht alles. Dann habe ich für euch noch eine Geschichte von Lufthansa, auch wieder bei der ganzen Geschichte. Und zwar, da wollte ich euch die Promo-Page zeigen, aber ich muss mal gucken, ob ich mich einloggen kann, jetzt so ad hoc, wie ich hier bin. Warte, ich kopiere den Link. Und dann ziehen wir das hoch. Und ich wollte euch ja eh noch die Deezone-Deals zeigen, ehrlicherweise. Und da ist Folgendes. Warte, ich gebe das mal gerade ein, was da passiert. So, dann logge ich mich mal ein. Das könnt ihr natürlich nicht sehen. So, das haben wir hier. Zack. Und dann haben wir das Login. Da bin ich eingeloggt. Da seht ihr dann die Promo-Page. Er lädt gerade noch. Dass ihr das sehen könnt, dann seht ihr die Promotion mit den 50% mehr Rabatt. Heißt also, kann ich euch das zeigen? Ist da kein Name? Ja, ist kein Name. Dann könnt ihr das hier nämlich sehen. So, da ist es richtig. Da seht ihr das, da gibt es jetzt 50% mehr. Und 10.000 gibt also 10.000 Meilen, normalerweise 15.000, die gut geschrieben werden. 50.000 sind 75.000, 150 fürs Bundle Large, 150.000. Und wenn wir dann auf die Bedingungen gehen, seht ihr halt wirklich, das Aktionsende ist bis zum 30. April. Und wichtig ist halt auch hier nochmal, dass ihr alle ein Bundle erwerben könnt. Gilt nicht für bereits Getätigte. Und dann gibt es nochmal eine maximale Anzahl. Mit Bundle and Go können maximal 250.000 Meilen gesammelt werden. Heißt also, ihr könnt dann nach dem Bonus, schätze ich mal. Also, ich würde einfach versuchen, zweimal das Large zu kaufen, weil rein theoretisch, wenn das 100.000 ist und dann einmal 50.000er, sollte eigentlich gehen. Ich weiß es nicht, ihr könnt berichten. Für den einen oder anderen ist das sicherlich interessant. Also, das nur als Hinweis, dass ihr jetzt da wirklich auf der sicheren Seite seid. Bei Miles & More, dass ihr sagt, ich habe das Angebot gesehen und nicht, dass ihr da in irgendeiner Art und Weise meint, ich würde euch nicht alles zeigen. So, dann geht es weiter mit einem Thema, was mir auch persönlich am Herzen liegt. Und zwar ist das Thema, wenn alle einen Status haben, dann hat keiner einen Status. Und da ist das Bild, was ihr eben vielleicht schon zwischendurch kurz gesehen habt. Das war dieses hier. Ne, wo ist es? Ist es dieses hier? Ne, das war dieses hier. Da ist es. Und da seht ihr, wie bei Marriott Bonvoy, dass da das Dilemma ist, dass niemand einen Status hat, wenn alle einen Status haben. Am 31. März, das habe ich auf Twitter gefunden, ist natürlich ein Riesenproblem. Und das Schild sagt auch, Early Check-in, Late Check-out und Upgrades sind aufgrund eures Statuses und der Verfügbarkeit. Und es ist eh ein Resort, deshalb wäre das Upgrade eh nicht garantiert. Aber ihr seht, wie eure Upgrade-Chancen sind und so weiter, wenn es 6 Ambassador gibt und 15 Titanium. Ich wäre auch nur bei den 15 Titanium mit dabei, aber dann wärt ihr 16 Platinum. Also da hat man mal so eine Auflistung, wie es an den Resorts aussieht, wie man mit dem Status hat. Und deshalb kommt mein Satz wie immer zur Geltung. Wenn alle einen Status haben, hat keiner einen. Also nur so als Hinweis, wenn ihr euch wundert, warum bei einigen Fluggesellschaften da etwas, ja, nennen wir es einfach mal, oder bei einigen Hotelketten, man nicht zum Zug kommt, wenn andere zum Zug kommen.
Der erste Deal, den wir heute haben, ist der Deal, so ein Deal in der Business Class und das ist in der Buchungsklasse P. Wir kennen ja alle die Bedingungen von der Buchungsklasse P. Und wir haben hier bei dem Lufthansa-Deal den Deal ab Helsinki, zum Beispiel nach Kuwait oder nach Dammam. Da gebe ich euch das Ganze einmal auf die Augen. Ich muss das jetzt aus dem Kopf heraus machen. KWI wäre das dann für Kuwait und dann wieder Frankfurt und dann wieder nach Helsinki. Man könnte das sicherlich auch über München routen und dann Frankfurt und so weiter, um da was mehr zu haben. Und dann können wir auch das andere Ziel nochmal geben. Das wäre Dammam. Wer das weiß oder wer den Deal kennt, wird sich da dann natürlich freuen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, was der Indikator ist für Dammam. Wenn das nicht DMM ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber das ist der King Fahd International in DMM. Ich war doch besser, als ich es selber erwartet habe. Ich gebe euch das Ganze hier. Da habt ihr das getauscht zu DMM. DMM. Ich hoffe nicht, dass ich wieder das Problem habe mit dem Anzeigen. Aber das schauen wir mal, was jetzt passiert. Da seht ihr die ganze Geschichte. Da seht ihr das Ganze nach Helsinki und dann nach Kuwait. So weit auseinander liegt es nicht. Etwas länger fliegt man halt nach Dammam. Und ich denke mal, Spaß und Freude kann man haben. Meilenwerte relativ einfach. Von Helsinki nach Frankfurt, weil innereuropäisch, da gibt es dann halt 40. Und wenn man dann weiterfliegt, sind das dann natürlich in der Business Class die 200. Und wie ihr wisst, könnt ihr das Ganze ja dann zum Beispiel wieder zurückrouten nach Kairo. Kairo ist hier irgendwo. Und dann, oder Beirut, was ich zurzeit nicht machen würde, aber so. Und dann könnt ihr dann nochmal einen Afrika-Trip machen. Dass ihr also wirklich nochmal dahin fliegt und dann wieder nach Addis oder wo auch immer hinfliegt und wieder zurückfliegt. Damit habt ihr dann nochmal mehr Meilen gesammelt. Das geht dann. Wir haben noch einen zweiten Deal für euch, den ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte an dieser Stelle. Das ist ein Deal mit der Turkish Airlines. Und zwar ist es dann von Amsterdam nach Bangkok natürlich über Istanbul geflogen. Da muss ich jetzt übrigens noch die Zeit eintragen, damit alle, die das sich nur dafür interessieren, mit mir böse sind. Und zwar wichtig ist bei dem ganzen Deal, dass das Ganze ein Deal ist, der von der Buchungsklasse in der J-Klasse ist, kostet 1000, was habe ich gesagt, 1769 Euro und ist natürlich auch interessant deshalb, weil das Ganze zwei kostenlose Stopover in der Türkei hat, wie so oft, Bangkok immer wieder eine geile Reise ist und 60 Tage vor Abflug muss das Ticket geticketet sein und ein Sonntag, Samstag auf Sonntag oder 3 Nächte müssen vor Ort sein. Maximaler Aufenthalt 12 Monate, für Cancellation Refund 300 Euro und wenn ihr ändern wollt, 150 plus natürlich die Fare Difference. An dieser Stelle haben wir dann nochmal last but not least die Frage des Tages, das haben wir auch. Das wäre dann, ach, das muss ich hier nochmal eintragen. Oder Fragen des Tages, das ist natürlich auch richtig. Die haben wir auch. Und zwar, oh, das ist falsch. Ist euch schon eine Kreditkarte geschlossen worden oder nicht? Das ist die eine Frage. Ich war dann gerade im falschen Feld, weil ich wollte gerade mit Lufthansa dem Stornokönig. Wenn ihr die Sendung gesehen habt von heute Abend, dann wisst ihr, warum. Auf jeden Fall ist die Frage des Tages, sind euch auch schon Kreditkarten geschlossen worden? Wie habt ihr reagiert? Genauso wie mit Revolut oder sowas, wo euch dann Sachen geschlossen worden sind. Was waren dann eure Reaktionen? Habt ihr gesagt, oh, oder habt ihr dann gesagt, ach, das ist gut, dass ich mich nochmal neu orientieren kann und habt vielleicht sogar eine Lösung gefunden, die wesentlich besser war als die andere. Damit haben wir alles abgearbeitet. Ich danke euch und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen und Kanalmitgliedschaft und für euch an dieser Stelle wie immer der Abspann. Also, bis dann, freue mich und bis morgen am Donnerstag. Also, bis dann und Samstag gibt es wieder meinen Mittwoch, aber am Samstag. Musik